Ohne zu blinken wechselt der Wagen die Spur und schlingert bedenklich. Für Rick Morgan von der Highway-Polizei im US-Bundesstaat Utah ist klar, dieses Auto muss er schnellstmöglich aus dem Verkehr ziehen. Doch wen er dann hinterm Steuer findet, hätte er nicht gedacht. Denn der Fahrer ist jung, extrem jung. Wie alt bist du? Du bist 5 Jahre alt. Wow. Er saß vorne auf der Kante des Fahrersitzes, um das Bremspedal zu erreichen, damit der Wagen stehen blieb, während ich dort stand. Zuerst dachte ich, er könnte 8 oder sogar 9 Jahre alt sein, aber er bestand darauf, dass er 5 ist. Und seine Familie bestätigte das. Es stimmt, er wird nächsten Monat 6 Jahre alt. Nach Angaben seiner Eltern sei er vorher nie selbst Auto gefahren. Dabei hatte er sich gleich eine sehr lange Fahrt vorgenommen. Er wollte von Utah durch ganz Nevada bis nach Kalifornien fahren. Er sagte mir anfangs, dass er zum Haus seiner Schwester wolle. Ich fragte ihn, ob er denn wüsste, wo seine Schwester lebe. Ja, wo wohnt sie? Kalifornien. Also wollte er versuchen, zum Haus seiner Schwester in Kalifornien zu gelangen. Später, während wir versuchten, seine Familie zu finden, sagte er einem Kollegen, dass er einen Lamborghini kaufen wolle, wenn er erst mal angekommen sei. Eine Brieftasche hatte der Junge auch dabei. Darin waren ganze $3.